dicht gewachsen, kein Lichter mehr. Bayern ist das sicherste Land in Deutschland und München eine der sichersten Großstädte. Das soll aber auch in der Zukunft so bleiben. Und deswegen schauen wir uns dort um, wo es möglicherweise Brennpunkte gibt und wo es Herausforderungen gibt. Also eine moderne mobile Videoüberwachung. Ja. Wir haben die ergänzten und stationären. Ja, hat sich ein Brennpunkt entwickelt und deshalb war es wichtig, dass wir jetzt in den letzten Monaten schon vorangekommen sind mit einem deutlich verstärkten Polizeieinsatz, aber auch mit den entsprechenden Maßnahmen. Es ist eine No-Go-Zone für Drogen und Waffen. Das ist ganz entscheidend. Und das werden wir halt auch konsequent umsetzen durch die Polizei. Wir tun alles dafür, dass München seinen Ruf als sicherste Großstadt in Deutschland natürlich auch weiterhin aufrechterhält.